Ja, und für jeden hat ja dieses ganze koronös-koronistische Kuddelmuddel viel Veränderung gebracht, aber für mich auch viel Positives, denn durch diese ganze Ausnahmesituation habe ich mal begriffen, wie so eine BRD, also gerade wie die in Deutschland, also wie das alles so funktioniert im Land. Ne? Also zum Beispiel der Föderalismus. Ich wusste ja bis jetzt, es gibt Bundesländer, 16 Stück, davon 3 Freistaaten, nenne 2. Hamburg, Bayern und Sachsen, richtig. Und Thüringen, gerade noch so die Kurve gekriegt hier. Die Bärbel hat Hamburg, nein. Wirklich, es gibt 3 Freistaaten und der Freistaat hat ja das Privileg berittener Polizei. Und berittene Polizei ist schon wichtig, ne? Brauchst du. Ja. Gerade bei Indianerangriff, ne? Wenn hier Winnetou und Radebeul aus der Gruft steigt, da muss die Kavallerie ran. Ja? Aber das Besondere war ja, dass während dieser Pandemie im Prinzip alle Bundesländer irgendwie so ihre eigenen Regelungen gefunden haben. Und manche haben ja auch gedacht, naja, uns wird es nicht betreffen. Es gab ja Bundesländer, die haben gedacht, dass das Virus direkt an der Bundesländergrenze stehen bleibt. Aber mittlerweile wissen wir ja, das Virus ist ja besonders scharf auf alte Menschen, auf Übergewichtige, auf Kranke, auf sozial Schwache. Ist ja also logisch, dass das Virus in den Osten kommt. Ja? Das ist ja quasi Schlaraffenland hier. Und dann haben alle irgendwelche Maßnahmen beschlossen und haben irgendwie versucht, sich mit diesen Maßnahmen zu einigen, was aber natürlich nicht funktioniert, denn man merkt, so ein föderalistisches System, das ist ja wie eine Familie. Ja, also jedes Bundesland übernimmt ja auch irgend so eine familiäre Rolle. Was weiß ich, Bayern ist eben der Vati und Berlin ist die Mutti. Und Saarland ist dann so ein bisschen der zurückgebliebene Cousin. Ne? Und Brandenburg oder der ganze Osten, das ist eben so zugelaufen. Also aus dem Heim wurde irgendwie mit integriert. Und jedes Bundesland bringt auch entsprechend irgendwas ein. Ja, eben Baden-Württemberg, ganz klar der Mittelstand. So, ne? Das prosperiert dort. Oder Niedersachsen, die haben VW, die Autohochburg. Und wir in Sachsen, wir haben zum Beispiel noch so Kompott im Keller. Ne? So eingewecktes hier von Oma Manfred, ne, von 1974. So, das ist schon so Pflaumensediment, was sich so unten abgesetzt hat. Und dadurch entsteht eben Streit, weil jeder sagt, ja, wir bringen doch viel mehr ein, wir haben uns viel mehr engagiert. Und dann kann man sich eben nicht mehr einigen. Ne? Streit, ja, und da ist das Tolle an der Familie, da stirbt mal einer, aber die Bundesländer bleiben. Ja, und jedes ist anders und das ist gut, dass man die nicht eben nicht alle über einen Kamm schert, so wie ich das aus meiner Familie kenne. Ja, da, also, ich sag mal so, meine Familie tut mir eben nicht gut. Ja, also, die tun so, als wäre ich einer von denen. Ja, also, ja, als wäre ich ihresgleichen. Also, gerade meine Frau, ja, als würden wir uns kennen. Ne, so irgendwie. Schon ewig. Aber mir ist ja gerade diese Freiheit und diese Individualität wichtig. Es müssen nicht immer alle das Gleiche machen. Also wenn ich Bier trinke, dann verlange ich ja nicht von meinen Kindern, dass sie auch Bier trinken. Ne? Also ich empfehle es, klar. So. Aber ich zwinge sie natürlich nicht. Also solange sie noch nicht 12 sind. Und oder wenn ich ferngucke. Ja, also ich weiß, meine Frau guckt nicht fern und dann sage ich nicht, nein, du musst es auch ferngucken, sondern sage ich, okay, wenn ich ferngucke, dann kannst du aufräumen. So, also die Freiheit ist wichtig. Und bei mir ist es ganz wichtig, dass in der Familie jeder macht, was er will. Also es muss sogar jeder machen, was er will, sonst wäre ich schuchtig.